Willkommen zurück. Mein Name ist Koix und in dieser Folge erledigen wir einmal Festung des Tadels und Bonnydorf. Ja, wir fangen hier unten an bei der Gnade Straße Mord Süd. Ihr seht auch schon die Markierung, die ich gesetzt habe. Wir sammeln hier an Punkt 1 einen Runenbogen ein. Dann werden wir uns hier um ein paar eiserne Jungfrauen kümmern, genau 2 Stück, und noch ein Item mitnehmen. Und dann geht's eben rein in die Festung und dann werden wir dort weitermachen. Ja, laufen wir erstmal zu Punkt 1 von der Gnade. Ja, haben wir den Runenbogen. Genau an dieser Stelle. Und wechsle ich gleich wieder zur Gnade. Na, ich wechsle nochmal zum Mittag. Sieht schon besser aus. So, dann gehen wir einmal links um die Festung herum. Für ein paar Schattenruhen können wir da 2 eiserne Jungfrauen besiegen. Ja, mein Setup habe ich nicht verändert, für die, die es interessiert. Ich kann es gleich nochmal kurz zeigen. Aber es ist das gleiche wie am Ende der letzten Folge. Ihr seht ja unten links eh die Zauber. Blitz habe ich dabei. Und halt den goldenen Schwur für einen schweren Boss, aber den haben wir in dieser Folge auch nicht, von der ist das alles nicht so wichtig. Und dann kriegen wir hier die Schattenreichruhen. Schmiedestein Stufe 6, genau in dieser Position. Und dann geht es jetzt weiter zum Haupteingang der Festung. Ja, ganz kurz meine Ausrüstung. Ich gehe einmal kurz drüber, aber wie gesagt, ich habe nichts verändert. So, dann sammeln wir hier einfach erstmal die Items ein, die rumliegen. Gebrochene Rune. Aber hier, Wurf durch. Geisterzelle hier 1. Dann dort beim Wagen auch nochmal eine gebrochene Rune. Ja, dann hier oben noch. Ist das genau das gesegnete Knochensplitter? Und dann nochmal hier runter. Für Rotfleischpilz. Dann drehen wir uns von hier aus um. Gehen Richtung, was ist das, Süden. Die Treppen runter. Finden dort zuerst im Gebäude eine Leber. Hier auf der linken Seite. Na, gehen dann weiter. Halten uns links. Gehen hier auch direkt rein. Dann rechts halten. Die Leiter nach unten.
Na, Schmiedestein 5. Hier haben wir den Geistergrabstein und dann eben noch zur Truhe. Einen weiteren Schmiedestein Stufe 6. Ja, dann gehen wir wieder hier zurück. Gehen die Leiter wieder nach oben. Ja, geradeaus. Und dann nach rechts. Ja, das Kurzschwert ist auch kein 100% Drop, nicht wundern. Nimm das Fett mit. Bring dann hier einmal über die Käfige rüber. Für die Truhe, für einen doch ganz guten Talisman, defensiven Talisman. Ja, von hier geht es dann weiter. Einfach hier rüber springen. Jetzt gehen wir wieder ganz zurück. Gehen hier wieder rechts in den Raum rein. Dann links. Dann wieder rechts. Gehen jetzt hier links die Treppen hoch. Hinterhalt. Und dann gehen wir hier auch wieder die Treppen hoch. Halten uns links. Ja, jetzt gibt es hier einen weiteren Hinterhalt. Gleich springt von oben einer runter. Nehmen wir hier die gebrochene Rune mit. Na, in der Position. Treppen einmal nach oben. Na, rechts halten. Da seht ihr auf der Mauer schon das Item. Baujuwel, dann umdrehen. Und dann haben wir hier eine Lade, die wir aktivieren können. Ich würde jetzt noch nicht rasten, wenn ihr nicht unbedingt müsst. Orientieren uns jetzt nach Westen. Haben gleich einen Hinterhalt auf der linken Seite. Und dann schnappen wir uns hier noch das Item. So, jetzt geht's Richtung Boss. Ja, wir gehen wieder zurück zur Gnade. Treppen runter, rechts und dann links ins Gebäude. Dort wartet ein Ritter. So, bekommen wir eine weitere Anrufung. Ja, die auch von unserer Rüstung, also die, die ich trage, verstärkt wird. Gehen jetzt weiter nach oben. Leiter nach oben. Ja, und dann hier auf der linken Seite gehen wir die nächste Leiter auch noch nach oben. Und bekommen hier ein Handbuch. Ja, jetzt schnell reisen wir zur Gnade Festung des Tadels.
Orientieren uns nach Süden, springen hier einmal runter, wieder in den Hof. Ja, ihr könnt den großen Gegner nochmal besiegen für ein paar Runen. Ich werde dran vorbeilaufen, also einfach hier rechts halten. Dann werden wir uns hier ins Loch fallen lassen. Genau in dieser Position. Jetzt haben wir hier einen weiteren Hinterhalt auf der linken Seite gleich. So, nehmen das Item mit und alles, was hier rumliegt. Ja, gehen dann hier weiter, gehen nach draußen für eine weitere Geisterasche. Ja, genau in dieser Position das letzte Item. Dann sind wir hier auch schon fertig in der Festung. Wir schnell reisen zur Gnade Bonnydorf, ja, im Norden, genau in dieser Position. Ich werde nochmal die Tageszeit ändern. Ja, wir können hier die Geisterasche nutzen, die ganze Zeit. Hier haben wir so ein paar stärkere Gegner. Ich glaube, 3 Stück gibt es insgesamt in diesem Dorf. Die müsst ihr ein bisschen Acht geben. So, haben wir glaube ich erstmal alle. Ne, da ist noch einer. Dann gibt es an dieser Position 2 Gegenstände, die ihr bekommen könnt. Einmal wichtig, ein schwerer gesprungener Topf. Ja, genau in dieser Position. Und dann gibt es eben noch dieses Item hier oben. Gebrochene Rune. Ja, ich habe euch mal schnell alles markiert, was wichtig ist. Bei 1 sind wir jetzt fertig, gehen jetzt zu Punkt 2, 3 und 4, die alle recht nah beieinander sind, für weitere Gegenstände. So, weiter geht's. Hier bei der kaputten Brücke gehen wir erstmal links. Für eine Waffe. Ja, genau in dieser Position. Dann lassen wir uns bei der Brücke nach unten fallen. Nehmen dort auch alle Gegenstände auf. Wir gehen jetzt erstmal zu Punkt 5. Das heißt, was ist das? Richtung Norden, Nordwesten.
Können wir auch auf dem Reittier tun, geht ein bisschen schneller. Für eine verehrte Geisterasche. Ja, gehen jetzt wieder ganz zurück zur Brücke und gehen in die andere Richtung, in etwa hierhin. Ja, Fleisch war genau an dieser Stelle. An Punkt 2 gibt es einen weiteren gesprungenen Topf. Und an Punkt 3 finden wir eine Geste, die auch noch sehr wichtig sein wird in diesem Spiel, die wir unbedingt brauchen. Und dann gehen wir weiter zu Punkt 4, zu einer Hütte für eine weitere Waffe. So, hier haben wir den gesprungenen Topf. Ja, genau in dieser Position. Weiter geht's zu Punkt 3. Ja, einfach an den Baum orientieren. Und wie gesagt, diese Geste wird später noch sehr wichtig sein. Von daher unbedingt mitnehmen. So, von hier gehen wir jetzt weiter über die Brücke zu der Hütte hier an Punkt 4. Na, jetzt gehen wir weiter über die nächste Brücke. Ungefähr in dieser Position befindet sich eine weitere Gnade, die wir aktivieren. Und dann sind wir im Dorf auch erstmal fertig. Werden gleich wieder zurückreisen. Ja, Glade befindet sich jetzt genau hier.
einmal aktivieren. So, dann werden wir wieder zurückreisen zur Gnade Bonnydorf. Gehen dann von hier über diese Brücke rüber und dann befindet sich irgendwo hier ein Dungeon-Eingang. Ja, hier einfach rechts halten. Über die Brücke rüber. Auf der anderen Seite gibt es so ein paar große Skorpione. Wenn ich auch einfach ignorieren, einfach dran vorbeilaufen. Rechts halten und dann haben wir dort den Dungeon-Eingang zum Dungeon-Kerker von Bonnie. Ja, den werden wir dann in der nächsten Folge direkt am Anfang machen. So, hier rechts geht's rein. Gnade aktivieren. Dann schaue ich mal, ob ich noch einen Stufenaufstieg machen kann. Ansonsten werde ich ein paar Runen aus dem Inventar verwenden. Ah, ein bisschen was fehlt. Dann mache ich das jetzt noch schnell. Das sollte locker reichen. Und ja, dann machen wir in der nächsten Folge genau hier weiter.